Hast du noch Reis im Kühlschrank, der übrig geblieben ist und gegessen werden muss? Dann mach das. Wir geben den Reis in unseren Mixer. Dazu kommt ein Glas Wasser. Machen unsere Hände nass und formen uns Reiskugeln. Schneiden eine Zwiebel und eine Zucchetti. Sesamöl. In die Pfanne kommen unsere Reisbällchen. Nehmen Sie vorsichtig aus der Pfanne, braten Zwiebel und Zucchetti an. Dazu reiben wir eine Knoblauchzehe, ergänzen mit einem Esslöffel braunen Zucker und Sojasauce. Gemüse-Reisplätzchen. Einfach lecker, musst du nachmachen. Gute.